Ja, da ist die schöne, da ist eine schöne Tür. Ich weiß, aber. Das wird jetzt aufgehoben? Nee, okay. Ich habe keine Geduld. Hier geht's ja, hier brauchst du nicht so viel Geduld. Hier gibt es nicht so viele Stealth-Geschichten und so weiter. Aber das Problem ist mit Controller schießen. Ich finde ich mit Maus wesentlich einfacher, aber geht. Ja, das weiß ich, du speichert automatisch. Ich habe keine Addons gekauft oder geholt, auch kein DLC oder so. Danke. Ich habe die Demo als VR gespielt, die ist ja anders anstrengend. Generell das Spiel ist ja einfach nur anstrengend. Springt er immer was ins Gesicht. Man merkt, dass das halt wirklich für VR gedacht ist, weil dich permanent irgendwas anspringt. Wir starten. Habe ich eigentlich den Spielstand noch? Ist ja egal, ich mache ein neues Spiel. Hier machen wir mal einfach. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Fast. Eine Ewigkeit. Sehr lang. Man muss sich ja nicht schwer hey, machen. Hey Baby. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein. Und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Oh, ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Der Ethan hat aber auch nicht leicht. Sie auch nicht, aber mit ihr habe ich vielleicht wenig Mitleid. Sie ist nicht sonderlich nett zu uns die letzte Zeit, wo wir sie sehen. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Hättest du auf mich gehört. Falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht. Bin ich tot. Such mich nicht. Mist, wir sollen nicht suchen. Okay, falsch viel. Sie lebt. Ist, oder? Sie ist zombie-mäßig oder. Nee, sie lebt. Lebt sie technisch noch oder ist sie auch schon? Ich will auch nicht spoilern für Leute, die es nicht kennen, aber ich glaube nicht, dass das Leute nicht kennen oder wenigstens den groben Plot nicht kennen. Ich versuche mich zurückzuhalten. Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, alles nice ja. Hier. Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Wir gehen unsere tote Freundin mir. Oder unsere verlorene Freundin. Sie ist nicht tot, sie lebt, sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht, tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Der Freund sieht auch schon nice aus. Vielleicht ist es ein Scherz. Und nach Regen. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Ist Louisiana generell alles Sumpf oder ist das so ein ländliches Gebiet? Keine Ahnung. Hui. Aber wenn du hier so ein Haus hinten im Nix hast, ist ja eigentlich auch echt entspannt. Wenn du halt eine Straße hast, wo du irgendwo hinkennst, so eine Stadt oder so zum Einkaufen. Ist eigentlich voll nice. So eine ganze Ranch irgendwo. Ein großes Haus. Und da lässt sich, ja, sich alle in Ruhe. Ist keiner da. Hier sollte es sein. Sieht halt auch immer noch nice aus. Geh mal spazieren. Immer schön den Weg lang. Rotkäppchen folge dem Weg und komme nicht vom rechten Weg ab. Bitte! Mist, ich kann nicht springen. Ich vergesse immer, dass ich in manchen Spielen nicht springen kann. Spielhinweise ansehen. Nee, brauchen wir erstmal nicht.
Ich weiß ja, was passiert und was ich machen muss. Meistens. Die Reihenfolge tue ich mir manchmal ein bisschen schwer. Wollen wir vom rechten Wege abkommen? Was passiert eigentlich, wenn wir hier lang gehen? Ich habe das legit noch nicht ausprobiert. Ist das unser Auto? Nee, das ist nicht unser Auto. Das ist irgendein Auto. Nee, wir müssen hier lang. War das zwar nicht zu? War das hier? Hallo, lass mich rein! Danke. Nee, wir müssen ja hier lang. Hier war ich. Projektvorschlag in einem Gasthaus, ein Louisiana. Was? Schließ dich uns an. Ich möchte keiner Sekte beitreten, noch nicht. Noch geht es mir zu gut. Später überlege ich es mir vielleicht. Nehmen Ihre Gabe an. Stimmt, das Tor war zu und hier begegnet man jetzt Fadi. Oh, Fadi war's, nicht Louis. Lukas? Wie hieß der Sohn? Louis oder Lukas? Irgendwie sowas in die Richtung. Ich bin Meister. Ich kann mir alle merken. Da ist er! Da ist er, Fadi! Hey Fadi, warte auf mich! Ich will was mit dir besprechen. Da ist irgendwas ganz schief gelaufen. Ich hätte gerne meine Freundin, Frau zurück. Wie auch immer. Mein Partner. Schon länger nicht mehr gespielt, wie ich gedacht habe. Ich kann mich so den Anfang nochmal gar nicht mehr richtig dran erinnern. Die Fixpunkte kenne ich, aber das zwischendrin ist halt. Würfelchen. Bei Raben muss ich jetzt immer an Dead by Daylight denken, nur denken sie verraten mich. Wir gucken uns das gleich an. Hallo hier! Oh, nicht gut. Was ist denn da? Mein Frühstück! Mmm, lecker. Ich nehme an, das Stück Kuh. Könnte aber auch ein Stück Pferd sein. Ich bin mir da nicht sicher. Wahrscheinlich eher Pferd, die Beine sind ein bisschen lang. Das sieht nach Pferd aus, ja. Mmm, lecker. Und ein Kuhschädel. Was sind das? Pferd? Hufe? Können auch. Nee, das sind Kuhhufe. Pferd oder Kuh? Aber man kann es an der Seite nicht sehen. Mist. Nee, Pferd. Oder? Nee. Da ist ein Schlitz dazwischen. Ist doch Kuh. Okay. Das sind Kuhbeine. Ich habe es herausgefunden. Das sind Paarhufe. Kann ich jetzt da durch? Nö, kann ich nicht. Bück dich. Danke. Ja, rennen mal. Was? Da ist der tote Vogel. Dem geht's nicht mehr gut. Mal drauf treten. Den stört das bestimmt nicht mehr. Da hat jemand Müll verbrannt. Das geht nicht. Muss ich Feuerwehr rufen. Oder den Naturschutz. Je nachdem, was verbrannt wird. Ja. Wir sind aus Texas wohl. Hab ich gar nicht gepeilt. Also sie aus Texas, dann sind das wahrscheinlich, vermutlich auch. Würde jetzt mal so annehmen. Aber keine Ahnung, wo so Louisiana ist. Ist vielleicht auch in Texas und ich tue mich gerade ziemlich blöd. Ist Texas nicht eigentlich so mehr so wüstenmäßig? Ist doch sehr, sehr trocken. Da gibt es auch mehrere Gebiete. Ich weiß nicht. Ich kenne einen Kollegen aus Texas, der wohnt irgendwo sehr wüstig. So Steinwüste mäßig fast. Kann ich schaukeln? Okay. Geschaukelt. Finden kann ich noch nichts, oder? Ich finde ja irgendein Geheimnis. Ich weiß noch, wo ein Geheimnis versteckt ist. Und eins so ungefähr. Es dunkelt. Es ist ziemlich dunkel hier. Ich kein Herz. Doch, jetzt gestartet Lampe. Warum du die hergeholt hast.
Ich finde faszinierend, was hier alles rumsteht. Das ist das alte Stück Haus. Guck, guck. Ja, der Topf. Ja, ich mache das mit dem Führerschein auch. Das funktioniert bestimmt. Mit Brecheisen oder so. Ja, das war das. Das war so widerlich. Lecker Eintopf. Oh, Mist! Mist! Nee, Kakerlake. Hier, oh, sieht das lecker aus. Hier hat sich die Mutti aber echt Mühe gegeben. Ist da schon was drin? Ja, da ist der Vogel drin. Nee. Doch, der Vogel. Was Gutes im Kühlschrank drin ist. Boah, herrlich. Das möchte ich nicht putzen. Hier sieht halt alles so herrlich widerlich aus. So schön die Mahl und Mehlwürmer drin. Ja, Zeitung. 2 Jahre 20 für Mist. Das ist ein guter Schnitt hier. Stück Papier. Drauf sehen wir eine dunkle Gestalt. Das hat der Künstler damit gemeint, dass, keine Ahnung, die Angst des Verlierens, keine Ahnung. Ist mal irgendwas anderes drauf? Nö. Jetzt nicht so wichtig anscheinend. Ich habe aber keinen Dietrich, das ist schwierig. Ich finde hier noch einen irgendwo. Oh. Der raschelnde Kette. Jit. Oder waren das die Stuhlgeräusche? Das klingt eher nach, als würde eine Kette beim Boden ziehen, aber. Sind Stühle. Noch irgendwas? Hier, schön lecker. Hier, Flasche. Keine Ahnung, Flasche Cola. Flasche Cola. Paul ist da drauf. Das glaube ich erwähnen. Ich weiß es wieder nicht. Manchmal weiß ich nicht, was man sagen darf und was man nee. Ja, schwierig. Da hier meine Müllreis rausgebracht. Wo ist der Sohn, Mann? Der muss mal hier aufräumen. Bestimmt seine Aufgabe. Wollen die mal zur Hand reichen später. Schrank ab umgeräumt. Aber hier, was haben wir da? Haben wir da was Interessantes drin? Ja, ein bisschen Schmutz. Ne, Schmutz brauchen wir nicht. Haben wir genug hier rumliegen. Das geht auch nicht auf. Das ist zugenagelt, das geht nicht auf. Ist auch nichts von Interesse drin. Ne, auch nicht. Schauen wir hier. Ja, hör mal auf. Die Wohnstube. Die herrliche Tapete. Ah ja, ein neues Foto. Guck dir das Foto gefälligst an. Da sind Füße. Ich will einen Snufffilm drehen. Das Füße und ich nehme an, der Fadi wieder. Ja, guck mal da. Da fehlt was. Strom. Ja, habe ich nicht. Danke. Aber Klavier spielen, wenn wir schon nichts können. Oder nicht? Klavier sagt nein. Nee, keine Zeit für Musik. Videotape? Haben wir nicht. Ich muss erst was finden, bevor ich was benutzen kann. Oh ja, noch ein Bild. Ein Gitter. Ach, nichts von Interesse hier drin. Hier hat was geleuchtet. Ah, hier. Yep, das ist Fadi mit 2 Kitty und die Mutti, die gerade bis überleuchtet ist. Mutti. Es ist irgendwie weird, so echte Menschen in Spielen zu sehen. Ich weiß nicht, die Fotos wirken seltsam. Die sind zu echt. Wenn sie nicht die Modelle nehmen können, dann müssen sie welche machen. Okay. Sonst haben wir hier nichts von Interesse fürs Erste.
Kann ich nicht die Lampe mitnehmen? So eine Waffe wäre doch eigentlich ganz nice. Ist ja nicht so, dass da vorher einer einfach durch den Wald gelaufen ist. Und wir nicht wissen, wer das ist. Jetzt, wenn wir es wüssten, würde ich mir recht die Lampe mitnehmen, dass ich irgendwas in der Hand habe. Das ist halt nicht sonderlich smart so, ohne alles irgendwie irgendwo reinzugehen. Oder wenigstens mal Hallo rufen. Ist jemand zu Hause? Das ist ein großer roter Knopf. Wollen wir für den großen roten Knopf gleich mal draufdrücken? Ich würde aber sagen, da vorne ist das Speichergerät. Ich habe hier nichts von Interesse. Es ist auch keins von diesen Kaputtmachteilen da. Ja, komm, Speicher. Habe ich nur noch einen Speicherstand auf dem? Ach, ich habe beim Kollegen gespielt, okay. Vergiss das. Ich habe meistens auch beim Kollegen gespielt, ja. Ich wundere mich, hätte ich doch so oft gespielt. Aber ja, nicht bei mir auf der Konsole. Ich hatte ja keine Konsole für 2 Jahre. War ja woanders. Verfallenes Haus, ja. Das werden wir uns gleich angucken, sobald wir den Strom haben. So, aber scheint auch nichts zu sein, was irgendwie einsammelbar ist. Die Dinger kommen wahrscheinlich erst später. Ja, wir drücken auf den Knopf. Ja. Doof jetzt gelaufen. Gucken wir uns erstmal das Video an. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo das Gedöns ist für die... Ah, der wird ja... Wird der laufen? Doch, der läuft. Der krisselt ja. Ich weiß nicht mal, wo die Dinges war für Strom. Testbild hatte ich vorhin auch. Ja. Das verfluchte Haus. Gespensterhaus, nenne ich es einfach mal. Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, Craigslist gefunden. Ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Kann ich nicht einfach... Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Ja, den hohen Verschleiß an Mitarbeitern. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau. Komm her, mach Intro direkt. Ich film. Komm her, wir filmen okay. Intro direkt. Kein Problem. Kollege. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Nice. 1A, nehmen wir. Gekauft. Ach, ich darf von alleine. Ich wollte keine Tasten drücken. Nice. Praktisch. Oh, jetzt läuft er nicht mehr alleine. Hat er mich geschubst? So viele Motten. Laufen wir? Okay, ich würde sagen, wir nehmen das Gedöns, du setzt dich drauf und ich schiebe dich. Mach mal Platz da. Komm mit Schmackes, Kollege. Verschlossen. Geht doch, guck. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Oh, danke. So zu freundlich. Warum? Ey, du wolltest mich vorlassen. In der Hölle. Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Ich weiß ja nicht. Ihr zwei seid hier drin, also würde ich schon mal tippen, ja? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Wir zwei sind herrlich. Die haben sich furchtbar gern. Entweder sind echt gute Freunde oder sie können sich nicht leiden. Ich bin mir da nicht so sicher. Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Ja. Für Paaren BA würde ich sagen. 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Habe ich. Ich habe genau gesehen, also, wie du dich geekelt hast. Die Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Keine Hinterwäldler. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar das kann ich verstehen. Der Sohn ist seltsam. Der hat Probleme. Mist. Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Ja, das frage ich mich auch. Ich gehe in ein sumpfiges Gebiet, ich habe in ein altes Haus und ich habe die neuesten Schuhe an. Das ist das smart. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was machst du? Na hier. Schöne Aufnahme. André? Du guckst auch wunderschön und so.
so schlau und begeistert. Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Ich glaube, der ist heimgange. Der hat keinen Bock mehr. Wo ist der? Pause. Echt unglaublich. Lass mich durch. Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ja, tatsächlich. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber Kameramann wie du, Clancy. Ja, ich. Du bleibst bei mir. Ich bin gut. Ich muss alles auf Kamera auffallen. Natürlich bleibe ich bei dir. Ich muss ja sehen, wie du frostfällst oder so. Ich guck mal kurz in den Raum. Okay. Zurück zum Thema. Ich muss ja gucken, wenn du dich irgendwo hinlegst oder so. Oder dich erschreckst. Was war das denn? Weiß ich nicht. Bin beschäftigt mit meiner Arbeit. Ich gucken? Da. Ist eine Tür. Ich würde sie aufmachen. Guck. Andre! Machst du schön. Wunderbar. Wo zum Teufel ist der? Weiß ich nicht. Wieso passt auch nicht deine Mitarbeiter auf? Ich hätte es vielleicht angeleint oder so. Andre, wo bist du, Mann? Naja, noch unsere gute Arbeit hier. Immer schön auf den Typen mit der Taschenlampe. Falls was passiert, ist immer eine gute Idee, dass man das auf Band hat. Ja, als Beweis oder später für YouTube, je nachdem, was passiert. Ich meine, näher kommen. Was zur Hölle? Weiß ich nicht. Das ist ein Ofen, würde ich sagen. Ein Kamin, das war falsch. Nö, das ist mehr eine Geheimtür. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Ich würde sagen, wir lassen André da und gehen zurück. Weil ich meine, André ist weg, der hat keinen Bock mehr auf uns. Ja, so, tschüss. Ich will hier, geh dann mal. Okay, ich freue mich ja schon. Ja, geh du die Treppe runter, ich filme, wie du fällst. Du zuerst. Nee, ich wäre dafür, dass du zuerst. Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Nee, geh also, du zuerst. Du zuerst. Nein, geh du zuerst. Ich will die Leiter nicht runtergehen, ich will gucken, wie du runterfällst. Hi, na, wie geht's dir? Okay, ich muss die Leiter runter. Aber dann machen auch Klatscher nach unten. Eine lange Leiter. Was siehst du? Was ist? Ich sehe ein Loch in der Decke und dich runtergucken. Müll, Wand, noch mehr Müll? Da, guck mal, da ist ein Kollege. Wie geht's dir? Wir haben dich vermisst. Oh, ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Oh, ist das widerlich. Mir geht soweit ganz gut. Aber ich glaube, uns im Kampf, im Spiel geht uns gerade nicht so gut. Ja. Ich frage mich, wer das Tape da hingelegt hat. War das der Fuddy? Mann! Aber wir wissen immerhin jetzt. Was war denn die wichtige Information? Da unten ist ein Hebel. Würde auch nichts schief gehen. Bleib unten. Ich muss da noch durch. Supi.